möchte in diesem Video etwas sagen zum Thema Abbildung, vor allem in Bezug auf Schärfe, also Auflösung der Abbildung nach der Theorie von AB oder von Rayleigh. Wir haben hier eine Beleuchtung rechts, dann hier ein Diffusor und dann ein Dia, das wir beleuchten, dann eine Abschirmung, dass nicht allzu viel Streustrahlung weitergeht und dann entlang der optischen Schiene hier eine einzige Abbildungslinse, eine 30 cm Linse und dann hier ein Auffangschirm, wo dann das Bild dargestellt wird. Das Bild ist in dem Fall jetzt eine kleine Gliederpuppe, die auf dem Kopf steht, das Objekt selbst steht also aufrecht. Ich will aber nachher nicht dieses Bild nehmen, sondern ich nehme ein kleines Gitter, das wir hier sehen. Das Gitter von hinten beleuchten, auch wie vorher, und dann zeigen, wie die Abbildung herauskommt, wenn ich nach wie vor diese Abbildungslinse nehme, aber dann im Brennpunkt dieser Linse, im linken Brennpunkt auf der Bildseite mit einem Spalt diese Abbildungslichtstrahlen beeinflusse. Dieser Spalt habe ich da hinten vorbereitet. Das ist dann hier hineingestellt. Der Spalt steht im Moment horizontal und Sie sehen rechts mit einer Schraube, mit einem Mikrometerschrauber kann ich dann diesen Spalt in seiner Breite verändern. Ich werde das jetzt dieses Gitter einspannen und zeigen, was dann passiert. So, ich habe in der Zwischenzeit den Spalt jetzt hier eingesetzt. Der Spalt ist jetzt relativ breit, also vielleicht etwa 1 mm breit und steht horizontal. Der Spalt ist so in der Brennebene der Linse platziert. Jetzt mache ich mal diesen Spalt enger. Und Sie beobachten, dass das Bild natürlich dunkler wird, das ist klar. Aber je mehr ich da dann enger mache, desto mehr verschwinden die Strukturen, die horizontal stehen. Also eigentlich genau die Richtung, die aufgrund der Spaltrichtung parallel stehen. Diese Strukturen verschwinden lustigerweise. Ich sehe nur noch die senkrechten Spalte. Wenn ich jetzt den Spalt mal 90 Grad drehe, also senkrecht stelle, dann entsteht dieses Bild hier. Dann sind die Spuren, die wiederum, also die Strukturen, die wiederum senkrecht zur Spaltrichtung sind, sehr gut sichtbar. Und die Auflösung in Richtung des Spalts kann man sagen. Wenn ich den Spalt wieder öffne, dann ist wieder alles sichtbar. Ganz interessant, je mehr ich das dazu mache, desto mehr verschwindet die Auflösung. Und jetzt haben wir natürlich ein Gitter genommen, damit man das gut sieht. Wenn das Objekt jetzt etwas anderes wäre, irgendein Foto oder so, dann würde das auch bedeuten, dass wenn ein Spalt so in der Richtung in den Strahlengang hineingehalten wird, dann werden die Strukturen in der Richtung senkrecht zur Spaltrichtung verschmieren. Und wenn der Spalt horizontal wäre, verschmieren die Strukturen in der Richtung. Das führt zu einer Frage, nämlich wie gut kann man überhaupt auflösen, wie viel Licht braucht es, um eine Auflösung zu haben. Diese Frage wurde von zwei Leuten eigentlich beantwortet, von Rayleigh mit der Beugungstheorie, von selbstleuchtenden Objekten und von AB, der mehr die beleuchteten Objekte und auch so eine Gitteridee ins Spiel gebracht hat, um die Mikroskopieauflösung zu verstehen. Ich habe in einem anderen Video die Rayleigh-Theorie erklärt, diesen Beugungsmustern. Ich möchte jetzt an der Wandtafel dann die Theorie von AB noch versuchen zu erklären. Sie führen beide etwa zum gleichen Resultat, nämlich zum Resultat, dass die Auflösung eigentlich begrenzt ist, unter anderem durch die Wellenlänge der verwendeten Strahlung. Dieses Gesetz ist sehr, sehr allgemein und wird sehr oft als Faustregel verwendet, um auch Abschätzungen zu machen, wie gut irgendeine Wellentheorie für Abbildungen sich eignet, wie gut die Auflösungen dann sind. Das kann man beispielsweise beim Ultraschall oder bei Radiowellen genauso benutzen wie jetzt für normales Licht. Wir haben im Beispiel vorher gesehen, dass die Auflösung abhängig davon ist, wie eng ein Spalt gewählt ist
im Strahlengang. Und dieser Spalt, den wir vorher verwendet haben, war ja horizontal. Wir haben gesehen, dass dann die Auflösung in der Richtung senkrecht zum Spalt verschwindet. Und das hat Abbe benutzt, um die Auflösung eines Mikroskops zu beschreiben. Und die Idee dabei ist folgende. Er hat also gesagt, wir haben eine Abbildungssituation, eine optische Achse. Wir haben irgendwo eine Linse mit zwei Brennpunkten. Die sind ja gleich weit weg, auf beiden Seiten der Linse, aber die Linse nicht symmetrisch ist. Wir haben jetzt ein Objekt, das wir abbilden möchten auf einem Abbildungsschirm. Und das Objekt ist, damit es eine Abbildung gibt, außerhalb des Brennpunktes, also es gibt keine reelle Abbildung, zum Beispiel hier. In der Strahlenoptik sagt man normalerweise, wir haben einfach einen Pfeil, wir sagen dann, die Strahlen des Pfeils gehen dann einmal parallel zur optischen Achse durch diesen Brennpunkt durch. Und dann kann man sagen, ein anderer Teil des Strahls geht durch diesen Brennpunkt und dann parallel weiter. Dann erhalten wir hier einen Schnittpunkt und sagen, dass der Pfeil, das Bild des Pfeiles dann hier erscheint. Das ist so die übliche Darstellung bei der Strahlenoptik. Bei der Strahlenoptik geht man eigentlich davon aus, dass ein Gegenstandspunkt einen Bildpunkt erzeugt. Und der Bildpunkt ist im Prinzip theoretisch scharf. Und das stimmt auch normalerweise, wenn man mit großen Linsen arbeitet und die Wellennatur des Lichtes nicht weiter beachten muss, dann kann man sagen, dass eine Punkt-zu-Punkt-Relation zwischen Gegenstand und Bildebene vorhanden ist, dass ein Punkt hier in einen Punkt hier übergeht. Bereits Rayleigh hat aber auf eine andere Geschichte hingewiesen, dass nämlich Licht ja eigentlich eine Welle ist. Und wenn diese Öffnung kleiner wird, dann entstehen am Rand der Öffnung Beugungsmuster. Dass ein Punkt gar nicht wirklich ein Punkt ist, sondern eigentlich ein kleines Beugungsscheibchen. Und dann kann man sich schon fragen, wie nahe können da zwei Punkte beieinander sein, damit man hier dann die beiden Beugungsscheibchen noch unterscheiden kann. Und das hat Rayleigh benutzt, um diese Theorie der Auflösung, die nach ihm benannt ist, dann zu entwickeln. Und Abbe, den ich jetzt aber anschauen möchte, macht ein bisschen anders, kommt aber letztendlich zum gleichen Resultat. Abbe sagt, er geht also vom Mikroskop quasi aus und überlegt sich, wie gut kann ich jetzt hier ein Objekt in der Objektebene des Objektivs hier auflösen. Und beim Mikroskop ist es normalerweise so, dass die Objekte nicht selbst leuchten, und dass sie beleuchtet werden. Und deshalb sagt er, ich habe hier Strukturen. Und die Strukturen, das sind jetzt einfach mal in dem Fall zum Beispiel diese Gitterpunkte, die wir vorher gesehen haben. Die Gitterpunkte in der Gegenstandsebene führen dann Punkt für Punkt letztendlich zu einem Objekt, zu einem Bild dort in der Bildebene. Aber er sagt jetzt einfach, ich habe diese Struktur, die ich belichte mit Licht, das da von hinten kommt. Und das Licht hat eine bestimmte Wellenlänge, das kann ich hier so andeuten mit diesen Strichen. Und das Licht soll jetzt für dieses Beispiel kohärent kommen, also eine ebene Welle quasi, die da auftrifft auf diese Struktur. Und dann lernt man in der Wellenlehre, wenn solche Streuzentren dann vorhanden sind, in einem konstanten Abstand, dann steht hinten dran ein Interferenzbild, ein Beugungsmuster. Und die Theorie dazu kann man in der Wellenlehre bei mir zum Beispiel nachschauen. Das sind dann solche Elementarwellen, die entstehen, die sich da entwickeln aus jedem Streuzentrum. Und diese Elementarwellen, die überlagern sich dann so, dass in einer Richtung, die ursprünglich schon vorhanden war, nämlich der nullten Ordnung, eine ebene Welle wieder entsteht, der gleichen Wellenlänge. Und hier dann auch letztendlich auf die Linse trifft. Und dann, ja, weil es eine ebene Welle ist, die ja quasi aus dem Unendlichen kommt, dann hier unter anderem im Brennpunkt sich sammelt und nachher hier wieder weitergeht als ebene Welle. Also irgendwie so. Also wenn man die Wellenfronten genauer anschaut, sind die vielleicht nicht mehr eben, aber es ist also die nullte Ordnung, die da entsteht an dieser Struktur, das ist eine nullte Ordnung, die sich hier dann sammelt und dann hier wieder weitergeht. Es gibt aber da ja auch die erste Ordnung zum Beispiel. Erste Ordnung sind diejenigen Wellen, die sich so überlagern, dass
eine Welle, die hier startet, gerade mit einer Welle, die hier gestartet ist, vor einer Welle, also vor einer Periodendauer vorher. Und diese erste Ordnung läuft dann in eine andere Richtung. Zum Beispiel grün darstellen. Läuft dann so weg. Nicht wahr? Wenn man diese erste Ordnung jetzt anschaut, wo die hingeht, dann wird diese erste Ordnung natürlich hier in dieser Optik auch gesammelt. Und die führt dann auch dazu, dass diese erste Ordnung hier zusammenläuft auf einen Punkt hier in der Fokalebene der Linse. Also so. Und dann wieder auseinanderläuft. So. Und dann da hinten in der B-Ebene zusammen mit der nullten Ordnung eigentlich durch Interferenz das Bild selbst erzeugt. Also wir haben jetzt hier in dem Fall einen Fokus der nullten Ordnung dieses Beugungsmusters, einen zweiten Fokus der ersten Ordnung oberhalb und natürlich gibt es auch unterhalb dann die entsprechende Situation da. Und wir können dann die zweite Ordnung noch ins Spiel bringen, die wäre dann noch steiler, die wird dann hier fokussiert und dann auch hier hinten, erst da in der Bildebene, die so überlagert, dass danach das Bild entsteht, das ursprünglich diese Wellen erzeugt hat. Ganz eine andere Interpretation, als man gewohnt ist von der Wellenoptik, von der Strahlenoptik her. Da entsteht also nachher durch Überlagerung dieser unterschiedlichen Ordnungen hier die nullte Ordnung und die erste Ordnung und die zweite Ordnung etc. entsteht dann hier letztendlich wieder Punkt für Punkt das Bild. Ganz was Seltsames. Jetzt kann man sich fragen, ist die Auflösung dieses Objekts irgendwie betroffen von dem, was wir hier gelernt haben? Und ich habe es aus diesem Grund auch gezeigt, das ist natürlich so. Ich habe nämlich vorher in der Fokusebene der Linse, also in 30 cm Abstand, mit einer Blende Teile der Lichtstrahlen ausgeblendet. Und diese Teile, ich habe diese Blende so eng gewählt, dass eigentlich nur noch die nullte Ordnung durchkam. Und die grüne und die orange erste Ordnung nicht mehr Platz hatte. Wir haben gesehen, dass dann, wenn die nullte Ordnung nur noch verwendet wird, die Auflösung in der Richtung hier verschwunden ist, und wir nur noch, also die wir dann diese Gitterstrukturen nicht mehr gesehen haben, sondern nur noch Striche gesehen haben. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die Auflösung in der Richtung wollen, und das wollen, brauchen wir die höheren Ordnungen auch noch. Und das hat eben AB festgestellt, er hat gesagt, wir brauchen mindestens die erste Ordnung, um die Struktur wirklich auch mit mehr als nur Helligkeit zu sehen, nämlich mit einer Form, mit einer Auflösung, mit einer gewissen Schärfe. Das macht man natürlich normalerweise hier nicht einfach Blenden hinein in die Fokalebene. Warum auch? Man kann damit zwar schon Dinge auch machen, man kann auch filtern, man kann zum Beispiel mit der Elektronenmikroskopie hier ganz gezielt eingreifen, wenn man das möchte. Aber AB hat eigentlich eine andere Geschichte dazu angeschaut, nämlich hat gesagt, wie groß muss denn eigentlich hier diese Linse sein, damit die erste Ordnung noch in die Linse reinkommt. Hier habe ich es ja so gezeichnet, dass die grünen Strahlen da noch Platz haben auf der Linse und dann noch hineinkommen. Aber das ist ja beim Mikroskopieren nicht mehr unbedingt immer der Fall. Vor allem, wenn hier die Strukturen enger werden, dann werden diese Ordnungen immer weiter auseinanderlaufen. Das haben wir in der Wellentheorie gesehen. Je enger hier die grünen Punkte sind, desto mehr laufen dann diese Ordnungen auseinander nach der Theorie des optischen Gitters. Das heißt, irgendwann wird dann die erste Ordnung hier diesen Bereich verlassen und dann sehe ich die, habe ich die Auflösung nicht mehr. Dann, wenn diese Struktur so eng wird, dass die erste Ordnung die Linse verlässt, verschwindet mir die Auflösung. Und das gibt mir ein wunderbares Rezept für das Auflösungsvermögen meines Mikroskops. Ich muss nämlich wissen, wie groß ist jetzt die Linse vom Objekt, also vom Präparat aus gesehen. Welcher Winkel nimmt da die Linse ein? Und das definiert mir quasi den Winkel, den auch dann diese erste Ordnung haben darf. Diesen Winkel Alpha, diesen Grenzwinkel oder so. Und bei der Beugungstheorie des optischen Gitters lernt man ja, dass Sinus dieser ersten Ordnung gegeben ist durch Sinus Alpha ist gleich Lambda durch, ich schreibe mal x dazu, für diese Abstände hier.
Das heißt, je kleiner x ist, desto Nenner unten, desto größer wird der Winkel Alpha. Auf der anderen Seite muss eben dann auch dieser Winkel Alpha auch diesem Winkel entsprechen, den das Objektiv hier hat, nämlich der Radius R, verglichen mit dem Abstand hier, das können wir dann insgesamt das insgesamt als Gegenstandsweite bezeichnen. Also R durch G ist eigentlich dann der Tangens dieses Winkels. Das läuft dann unter dem Stichwort numerische Apertur. Das ist ein Begriff, der dann diesen Öffnungswinkel beschreibt. Und wenn man diese numerische Apertur einsetzt, konkret für Mikroskope, kann man feststellen, dass es ungefähr gerade auf ungefähr 1 herauskommt bei Mikroskopen. Bestenfalls 1. Oder anders gesagt, Lambda in diesen Fällen, wo die Grenzen der Auflösung erreicht werden wollen, soll ungefähr gleich groß wie x. Und x war ja unsere Strukturgröße, die wir auflösen wollten. Also man kann grob sagen, dass die Wellenlänge etwa bestimmt, wie scharf man auflösen kann. Und dieses Gesetz von AB, es ist in Wirklichkeit noch ein Faktor 2 mit drin, das Lambda ist, oder das x ist Lambda halbe. Man kann auch mit Inversionshöhen noch arbeiten, dass das Ganze noch besser wird, also den Brechungsindex hier noch beeinflussen. Aber grundsätzlich führt das eben zum Gesetz, dass man sagt, die Auflösung mit einer Optik, die mit Wellen funktioniert, also mit Überlagerung von Wellen, die Auflösung einer solchen Optik ist ungefähr begrenzt durch die Wellenlänge, die man verwendet. Das heißt bei Licht, dass man mit der Lichtwellenlänge, das ist ungefähr ein halber Mikrometer, arbeiten kann als Auflösungsgrenze, auch beim Mikroskop. Ich kann also nicht einzelne Atome oder kleine Moleküle sehen, weil die sind viel, viel kleiner, die sind im Bereich Nanometer, nicht 500 Nanometer. Wenn man da in bessere Auflösungsbereiche gehen will, dann muss man zum Beispiel Elektronenmikroskope verwenden. Dort ist das Lambda deutlich kleiner, also im Nanometerbereich, wenn man da die Elektronen als Wellen auffasst. Theoretisch könnte man auch mit kurzwelligeren elektromagnetischen Wellen arbeiten, aber die haben dann wieder andere Probleme für die Optik, zum Beispiel die Linsen, die dann nicht mehr durchsichtig sind. Im Ultraschall, in der Medizin, macht man auch Bilder. Normaler Schall hat Wellenlängen so im Bereich Dezimeter bis Meter. Damit kann man also nicht besser auflösen als so viel mit normalem Schall, also akustischem Schall. Damit kann man Felswände sehen, man kann zum Beispiel Fischschwärme sehen mit dem Echolot im Wasser. Man kann den Boden des Meeres erkennen, aber man kann nicht besser auflösen als etwa das Lambda. Wenn Sie also Millimeterauflösungen wollen, wie bei der Medizin ja üblich, beim Ultraschall, dann müssen Sie wirklich Ultraschall nehmen. Also das Lambda anpassen an die Strukturgröße, die man sehen möchte. So kann man auch sagen, dass zum Beispiel Radiowellen sich nicht eignen, also Radiowellen, die Meterdimensionen haben, sich nicht eignen, um Bilder zu machen mit so einer Theorie, mit so einer Abbildungseinrichtung. Das geht einfach nicht von der Auflösung her. Wir werden Radiowellen durchdringen uns auch und werden hinter uns gebeugt. Und wenn man jetzt überlegt, beim MRI, bei der Bildgebung mit Magnetresonanz, dort hat man ja Strukturen im Millimeter oder noch besser, die man auflösen kann. Und arbeitet dort eigentlich mit Radiowellen im UKW-Bereich, also durchaus Meterwellenlängen. Da muss man dort eben sagen, dass diese Auflösung oder diese Abbildungstheorie beim MRI ganz anders funktioniert als hier. Dort werden nicht Wellen überlagert, um ein Bild zu erhalten, sondern dort werden Resonanzbedingungen festgelegt, wo die Welle dann absorbiert und wieder emittiert wird. Und diese Resonanzbedingungen, die kann man so scharf setzen, dass dann wirklich Millimeterauflösungen möglich sind. Eine ganz andere Geschichte dahinter. So, das wäre dazu. Danke fürs Zuhören.